teambildend. Freude, ein bisschen gesponnen. Passiert das, wo ein Erdbeben, ein Erdrutsch oder sonstige Verschüttungen kommen Suchhunde zum Zug? Die Schweizer Organisation REDOC bildet eben solche Mensch-Hund-Teams aus. Der Matthias Gerber ist seit über 20 Jahren dabei und einer der Übungsleiter der Regionalgruppe Graubünden. Mit seinem Hund hat er die Ausbildung abgeschlossen und war auch schon im Einsatz gewesen. Ich schaue eigentlich schon vor dem Einsatz, dass ich mich entsprechend mental darauf einstelle, gewisse Sachen gar nicht an mich heranzulassen. Ich gehe dort an, ich habe einen Job. Ich muss nicht bei jedem Leid und Elend zuvorderst sein. Ich muss nicht jede Leiche sehen, die irgendwo zum Vorschein kommt. Und das gibt mir so einen gewissen Schutzschild, eigentlich gar nicht zu viel mit nach Hause nehmen vom Leid, das man dort sieht. Und auch können funktionieren vor Ort und auch nachher daheim eigentlich wieder gut mich können zu integrieren in meinen Alltag. Ein Teil von Matthias Gerber seinem Alltag macht das Training bei REDOC aus. Um zu REDOC zu kommen, gibt es zwei Wege. Privat mit seinem Hund anfangen oder über das Militär, so wie das der Rico Lipp gemacht hat. Also ganz am Anfang im Militär hat man halt angefangen, so ganz einfach. Vor allem das Ibiz, das Ganze kennenlernen, weil der Hund hat eigentlich schon das meiste können. Und nachher bei REDOC ist es mehr um den Hund gegangen, nachher wieder. Dann hat man einfach geschaut, bei ihm ist einfach das Problem, dass er sehr, sehr motiviert ist und sehr schnell ist. Und darum ist halt immer das Problem bei ihm, dass man halt darauf schaut, dass er ruhig ist und möglichst wenig Stress hat und wenig Druck hat. Und ja, das ist eigentlich das Hauptthema und in dem sind wir auch immer dran eigentlich. Am Rico Lipsis Ziel ist es, in 1-2 Jahren einsatzfähig zu sein. Diesen Traum hat Tiana Wehrli aufgeben. Mit beiden ihren Hunden wird sie die Einsatzfähigkeit nicht erreichen können. Trotzdem hat die Hundeführerin nicht aufgehört und ist seit 8 Jahren weiter dabei. Dass es ein grosser Ansporn ist, um quasi, auch wenn mein älterer Hund, sage ich jetzt, nicht mehr einsatzfähig werden kann, trotzdem zu probieren, ihn wieder dorthin zu kriegen, dass er so arbeiten kann, ja, dass es für ihn eigentlich okay ist und nicht ein Stress. Und das hat mich nachher wie wieder ja, zurückgebracht, um trotzdem weitermachen. Plus halt auch den anderen, die dabei sind und die mittrainieren, halt diese Erfahrungen auch weitergeben oder auch das Wissen, das man sich dort angeeignet hat, mit solchen Hunden, halt, das wie weiterzugeben. Und, ja. Und so anderen eigentlich weiterzuhelfen in der Ausbildung. Es gibt selten Teams ohne Herausforderungen. Gibt es denn auch Schwierigkeiten, wo es keinen Sinn macht und besser aufgehört wird? Wenn man es rein einsatzbezogen anschaut, dann gäbe es schon Punkte, wo man müsste sagen, ja, mit diesem Team erreichen wir es nie. Also investieren wir Zeit nicht dafür. Das wäre eine Variante. Bei mir ist es eher so, auch wie im Bereich des Spitzensports. Ich denke, du brauchst eine relativ eine grosse Basis, für das nachher eigentlich die Besten dazu diese Fähigkeit erreichen. Die Leute helfen mit, die Leute lernen dabei, die Leute kommen vielleicht mit einem nächsten Hund dann, dazu und erreichen das Ziel dann so. Von dem her bin ich dort, solange das Engagement vor allem vom Hundeführer stimmt und der Hund, man sieht, dass der Hund kann Fortschritt machen und Freude daran hat, bin ich dort recht, geht es bei mir recht lang, bis sie sagen, ja komm, wir hören lieber auf. Ist aber nicht in allen Regionalgruppen oder bei allen Übungsleitern so. Durchschnittlich einmal pro Woche finden die Trainings statt. Zu einem Grossteil investieren die Hundeführerinnen und Hundeführer die Zeit in die Ausbildung von anderen Teams, indem sie als Figuranten in den Löchern sind. Für Tiana Wehrli ist klar, dass es um mehr geht, als möglichst schnell selber einsatzfähig zu werden. Die Einstellung, dass es nicht darum geht, um jeden Preis einsatzfähig zu werden, sondern dass es darum geht, dass die Hunde so ausgebildet werden, wie es jeder Einzelne halt braucht. Und je nachdem bringt das mit sich, dass es zu einer Einsatzfähigkeit genügt und je nachdem halt nicht. Ist jetzt nicht ein Ereignis, aber das ist so wie das, wo ich in dieser Zeit, oder ja, in diesen 8 Jahren, wo ich wie gemerkt habe, dass es um etwas anderes geht. Klar ist die Idee, wenn man da dabei ist, dass man einsatzfähig wird, aber einfach nicht mit dem Hintergrund, dass man irgendwie die Hunde kaputt macht. Die ganze Ausbildung geht rund 3 bis 4 Jahre.
Angefangen wird schon im Welpen- oder Junghundealter und wenn es gut läuft, geht das Mensch-Hundeteam nach 2 Jahren an die erste Prüfung, die sogenannte K-Prüfung, und macht im gleichen Jahr noch 2, 3 weitere. Im Folgejahr wird der Eignungstest absolviert und mit frühestens 3, 4-jährig darf der Hund im Einsatztest laufen. Das markiert dann den Abschluss der Ausbildung. All Jahr wird die Einsatzfähigkeit kontrolliert und die Einsatzprüfung muss alle 3 Jahre abgelegt werden. Kommt man aus dem Militär, wie der Rico Lipp, gibt es ein paar Unterschiede. Also wenn man vom Militär kommt, weiss man schon viel. Und im Militär ist halt die Disziplin recht hoch. Und ich glaube, einer, der kommt, erstens hat er schon ein bisschen Ahnung von Hunden, sicher. Plus, er hat schon einen ausgebildeten Hund. Das ist halt fast der grösste Unterschied. Ich sage jetzt, bei einem normalen Team geht es so wie darum, dass der Hund vieles lernt. Und jetzt bei einem militärischen Team geht es sehr schon darum, dass der Mensch lernt. So blöd gesagt, weil die Hunde sind eigentlich ausgebildet. Also man zum Teil ausgebildet und die Menschen gar nicht. Und darum ist der Unterschied, dass die Militaristen selber mehr arbeiten müssen und bei den anderen sind mehr die Hunde, die ausgebildet werden eigentlich. Als Neueinsteiger ist es wichtig, dass im Voraus eine passende Hunderasse gewählt wird. Sehr grosse oder kleine Hunderassen sind weniger geeignet und der Arbeitswille spielt eine Rolle. Auch selber als Hundeführerin oder Hundeführer muss man parat sein, viel Zeit zu investieren, sollte trittsicher sein und offen zum Lernen. Und auch diese Tipps sind hilfreich. Nicht zu früh anfangen, nicht zu viel wählen und ganz extrem auf die Persönlichkeit des Hundes eingehen und vor allem die Emotionen des Hundes nicht aussen vor lassen. Also die ganz fest berücksichtigen.